Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video, das neue Event bei Pokémon, hatte ich auch nochmal neu. Hä, hey, wäre voll fein gewesen. Bei okay, Pokémon war's das, meine Freunde. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video, willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Duelings Video. Wir sind heute zusammen im Discord, zusammen mit Sergen, Mike und Erik. Hallo. Hallo. Kannst du auch Hallo sagen, Sergen. Ich hab Hallo gesagt als Erster. Ich hab als allererster Hallo gesagt. Du bist der Beste, Sergen. Und heute ist das neue Event online gegangen, das Third Anniversary Event. 3 Jahre Duel Links gibt's jetzt. Und es sind diese Selection Boxen rausgekommen. Wir werden heute alle so ein bisschen ziehen. Wir werden von den anderen Leuten immer den jeweiligen Screen einblenden. Als erstes wird heute Erik den Start machen. Wir werden, glaube ich, wir ziehen alle aus der Minibox, ne? Als erstes, ja. Ja, also das werden wir auf jeden Fall machen und danach wird vielleicht noch so ein paar extra Stuff kommen. Jeder von uns hat ordentlich Gems gefarmt und ich würde sagen, Erik, dann beginne. Ja, ich hab Bock. Ja, jeder von uns hier hat Bock. Wir haben bestimmte Karten im Blick, aber sind gerade in der Minibox ein paar saftige Karten dabei. Genau. Oh, guck mal, direkt Aura. Genau. Auge. Auge. Ja, wir gehen immer richtig ab, was das angeht. Okay, wie viele Karten sind da drin? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, die ganze Box. 12, der grüne Kappa! Alter! Okay, das ist. Dann sind 200 Gems dafür totally fine. Ja, holy shit. Warte. Erik hat nur ein Pack geöffnet, ich öffne jetzt 6, dachte ich. Ja, aber. Ja, du kannst nur einen drücken. Ach so, ja, my bad, sorry. Alles gut. Ja, dann bekommst du Green Kappa. Die ganze Box, oder? Erik, was sagst du, Green? Oh, ja, das ist eine Rare. Du bekommst doch die ganze Box mit deinen 6 Packs dann, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ach, also, du kannst UR. Irgendwie die Box. Stell dir vor, jetzt zieht er einfach 2 URs in einem Pack. Geht es, glaubst du? Ich hoffe doch sehr, dass das geht. Ja, hoffe ich auch. Ja, das ist halt alles Schmutz hier, der Anfang, ne? Ja, Schmutz. Wir haben Mike hier mit dem Discord-Server, der hat hier die meiste Ahnung von uns, deswegen. Aha, der geile alte Jojo. die ist gut. Go. Ja, ist okay, kann man machen. War nur eine SR? Lol. Ja, aber ja, ist okay. Kann man machen. Es sind 4 URs, wo Sergen zum Beispiel sagt, oder ich auch. Ja, das sag ich auch. Okay, Erik auch. Mike, bei dir auch? Ja. Ja, 4 URs, die wir saftig finden. Oh, junge Explosion. Aber mein Auge. Hauptziel... lecker. Auge. Kein Auge. Mein Hauptziel ist der Zyklon. Ja, das ist der Beste aus dem Pick. Ja, das ist halt mein absolutes Hauptziel. Brauche ich unbedingt. Ah, das Straight Flush. Der Schädel ist Schinkenritter. Schinkenritter, Kinder. Schon gönnen. Jojo. Ja, die ist gut, wenn man Fusionsdeck spielen will. Ich glaube, die ist auch ein Cyber Dragon, nicht kacke. Ja, ey, irgendwann werden wieder Fusionsdeck Meta sein, von daher. Na, weiß ich nicht. Irgendwann. Ja, doch. Spätestens Thunder Dragon kommt. Na. Also, wenn die da mal irgendwann eine Fusion von dem bringen. Auge mit 2 Ausrufezeichen. Ja. Ausrufezeichen, da geht jetzt ab. Das könnte eine UR sein. Shinobi, Armageddon, vereinigte Front. Gut. Der Kniffhüpfer. Oh, schön, eine gute. Wall of the Wall of die Ehre. Ja. Eriks, den wall ich auch immer. Ich hasse die Karte, by the way, das ist meine Hasskarte. Weil die spielt einfach gefühlt jeder. Aber die kann man halt auch einfach in jedes Deck so mit reinpacken. Falls du eine Filler-Karte brauchst, passt die einfach. So wie der Zyklon halt, ne? Ja. Junge, Erik hat schon 3-mal den fetten Kuribo bekommen, aber noch keine Ultra. Ja, kommt halt bei einer SR, ne? Aber du hast eigentlich fast immer nur 100%ige Chance auf eine SR, glaube ich. Mindestens. Ja, müsste. Bei solchen Großpacks ist es meist so. Naja. Auch im normalen halt. Schinkenritter, okay. War nicht. Wieder eine SR. Was? Oh, letztes Pack. Wenn was ist das denn für einer? Hoffen wir, bekommt er sich doch nie gesehen. Safe, ne? UL. Bro, gönn bitte eine von es den. Ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich, aber nicht safe. Bitte. Mach jetzt bitte nicht diesen. Hey, bei 12 Karten, dass du da keine UR bekommst, ist aber schon Scam. Ja. Gönn auch. Uiuiuiui. Der weiße Tiger, Beschwörer. Falls ihr mehr Pack-Openings, by the way, sehen wollt, ne, lasst uns gerne wissen. Alter, wieder der Schinkenritter. Immerhin 3-mal den Schinkenritter. Ich meine, bitte. Hab ich's fährt. Ah, okay. Aber ey, das. Immerhin, ne? Fast so gut wie ein UR, würde ich sagen. Ist okay, ja. Ja, ist einer der besseren SS. Ja, okay, ich. Erik hat gegönnt. Bald meine letzten Gems für. Möchtest du die behalten, okay? Ja, ja.
Also dann war es das jetzt von Eriks Seite. Dann gibt es hier einen kurzen Cut und dann machen wir gleich weiter mit Mike. Bis gleich. So Leute, wir machen weiter mit Mike. Mike hat 5440 Gems. Der wird sich jetzt ein bisschen was gönnen. Der ist reich, Junge. Einfach reich. Möchtest du auch erstmal nur die 6 Mini machen oder möchtest du direkt alles raus hier? Ich weiß noch nicht, was ich danach aufmache. Muss ich mal gucken. Ja, okay. Machen wir erstmal die 6 Minis und schauen, was bei dir da so rumkommt. Muss mir jetzt abgewöhnen, mal sofort alles wegzuklicken. Regenbogen, Auge. Könnte... Cashback. Ah, du hast auf Englisch, ne? Ja, ja. Ja, okay. So, ja, man sieht ja an den Bildern, was ist. Ne? Ja. Komm schon. Oh, Fuß. Fire Formation. Ja, Firefist sind im Normalen relativ gut. Ja, ich wollte dich vorhin fragen, ist Firefist eigentlich viable? Weil das war mein Lieblings-Arch-Type im normalen Yu-Gi-Oh! Ja, ohne Xyz kann man die, glaube ich, noch nicht spielen. Ja, ja. Aber sobald Xyz kommt, dürften die, glaube ich, ganz gut sein, weil die meisten wichtigen Karten dürften zwischen da sein. Nice. Weil die ist auch nicht schlecht, glaube ich, ne? Ja, das ist die Backrow verhindert. Das ist ziemlich gut eigentlich. Also, erstes Pack sagst du schon mal ein gutes. Ist okay. Ein leckeres. Okay. Ist ein Zukunftsinvestment. Ist gut. Kein schlechtes Investment von euch. Für die Zukunft. Ja. Mal wieder 3, Aura. Augen. Aber ist alles nicht so saftig, ne? Jetzt kein Rainbow oder Bam. Oder 2 Ausrufezeichen. Alles nichts Neues. Kennen wir. Die noch nicht. Die ist auch, glaube ich, noch nicht so kacke. Oh, Void Trap Hole. Ja, ist okay. Hm. Ja, kann man machen. Muss man nicht. Könnte man gegen Dark Lord spielen, oder? Ja, theoretisch. Jetzt, wo du sagst. Kannst einfach alles gegen Dark Lord spielen, Alter. Oh, das ist nur er. Mal gucken, was Mike sich hier gönnisiert. Ich hoffe, was möchtest du unbedingt, was du deinen... Ja, eigentlich den dritten Cyclone, ne? Ah, du hast 2, okay, ja. Ich hab schon 2. Ja, dann. Ah, der Skull ist auch ganz gut, den nimmt man immer mit. Okay. Ah. Swamp. Schmutz! Schwierig! Den Sumpf. Einfach komplett Schmutz. So schmutzig schwierig. Wie der Sumpf selbst war die Karte. Wirklich. Okay, weiter geht's. Ja, schon. Aber eine UR schon mal. Ich meine, du hast du hast eine schlechte UR schon mal ausgemistet, weißt du? Jetzt hast du ja. Damit kommen jetzt nur die guten. Richtig. Also ich glaube, SR ist garantiert in den Packs, weil keiner von uns hat doch. Ja, SR ist garantiert. So viele Rares, wie da immer kommen. Ah, das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Fall von mich gerade. Okay, mein zweiter. Die ist okay, sagst du? Die ist okay, die war früher mal richtig, richtig gut. Ja, das aber ist ja eine alte Yu-Gi-Oh! Karte. Und damals gab es ja allgemein nicht so viele gute Karten. Ja. Ich habe damals Duel Links mal angefangen gehabt, als es wirklich nur, da warst du halt übel stark, wenn du 1900 Attack Monster hattest. Ja, zu der Zeit habe ich auch mal damals habe ich auch gespielt, da hatte ich diese Wasserboxen aufgemacht und hatte große Welle, kleine Welle und dann das nächste Monster, das UR-Mon da raus. Alter. Hab jeden damit zerstört. Ah, sehr gut. Der Ehrenmann. Mit. Ehrenmann. Dark Elf. Schwierig. Das ist kompletter Schmutz. Also ja, aber damals war die halt auch gut wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht mal da. 1000 Life Points ist halt, das ist ein Viertel deiner Lebenspunkte in dem Spiel, ne? Also ja, okay. Die kann dreimal angreifen, legit. Na sicher. Okay, letztes Pack. Komm, gönn doch jetzt hier. Jetzt Cyclone. Deko Kuribus, ja, komm. Regenbogen. Und ein Auge. Ja. Schwierig. Schwierig. Ganz schwierig. Einen guten Kommen drin. Oder halt eine geile S ja vielleicht noch. Vielleicht auch nochmal so eine Wall of D. Und? Despair. Ach, alles ein bisschen oldschool. So, ja, ich wollte gerade sagen, richtig die Oldschool-Karten, ne? Ja, gut, das ist ja auch die erste. Ja, hier, keine Ahnung, die ist oldschool gut, die ist oldschool gut. Crazy, crazy. Möchtest du jetzt noch andere aufmachen? Nee, ich guck mal, was ich noch auf. Okay, Sergen, dann bist du jetzt dran. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, und damit willkommen zurück. Ja, recht. Sergen ist dran mit seinen Packs. Du willst auch die 4 URs. Du kannst aber kurz zeigen, welche 4 du willst. Du willst. Also, entweder Halluzigenia, den Hiebdrachen, den Cyclone. Der ist halt Request Number One, Alter. Ja, und halt Dress wäre nicht schlecht. Ja, weil es eine geile ist, oder wie? Ja, ganz genau. Ja, dann gehen wir rein, oder, Freunde? Gehen wir rein. Wir bleiben drin. Rein in die Olga. Durchbleiben.
Haltet euch bedeckt, Freunde, haltet euch bedeckt. Alter, nennt es lange. Das muss, muss was Gutes sein. Es muss eine gute sein. Ich glaube, der lädt einfach nur wieder. Der Server ist gerade komplett überlastet, wahrscheinlich. Ja, das wahrscheinlich auch. Regenbogen, 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 Hieroglyphen, ja, Gold, oh, Bam, Bam. Bam? Ach, du hast die zwei immer noch drin. Die gucken richtig glücklich. Die sind richtig glücklich. Die leveln der nur hoch, um meinen Dark Lord zu countern, der alte Schlawiner. Verdient, sag ich immer. Hallo. Aber Dark Lord spielt verloren, sag ich immer. Und gönn? Jawohl. Auf der grüne Körper! Hey, wenn du jetzt noch zwei Wall of Beasts bekommen würdest. Wäre nicht schlecht. Ah, scheiße. Der grüne Kappa, Mann. Also wenn ich zwei Wall of Beasts ziehen würde, dann wäre ich mega happy. Ja, es ist halt so. Ja, würde ich nehmen, ne? Sag, wie es ist. Fand ich auch geil. Ah, wieder Gold hier. Bam, oh, bam. Ja, da sind sie, meine Kumpels. Ich glaube, es war wieder eine SR. Ja. Gönn Walkout, gönn Walkout. Wall of D, Wall of D, Wall of D. Einfach Fake Cyclone. Na, ah, okay. Eine gute. Okay. Ist okay, Investitionen in Zukunft. Doch. Das ist wie, das ist, ich würde es betiteln so, ist wie ein Regenbogenglas. Regenbogen McDonald's Glas. Ich würde jetzt echt gerne eine UR. Mike hat auch keine UR gezogen, gell? Doch. Ich hab den Swamp King. Oh, das sieht saftig aus. Bam. Das sieht gut aus. Bam. Ah, zwei Ausrufezeichen. Okay. Könnte dick sein. Die Aura war halt nicht so geil, ne? Ich glaube, die blaue Aura ist die schlechteste. Ja, es gibt ja nur Blau und Gold und Regenbogen. Ja, korrekt. Ja, dann ist ja Blau die schlechteste, weil das ist ja die Farbe von Rare. Ja, korrekt. Aber war halt alles voll mit Hieroglyphen. Ja, so ein Reichschild ist okay. Samurai-Schild ist ein guter. Gönn! Ist okay. Ah, schön. Ja, okay, nicht schlecht. Jetzt noch eine leckere SR. Noch eine leckere SR oder eine UR. Ja, ich hätte gern eine Wall of Bee. Eine Wall ja, sicher einen. Ja, ich hatte zwei, ne? Oh, der Zwinker! Oh, ja. Boom, der Dicke. Ich sag's euch, das ist Green Kappa Nummer 2. Bitte nicht. Kappa, Jungs. Lass dich denken. Gönn Wall of D, bitte. Gell, Wall of D wäre so Schmacko. Wäre echt Schmacko, ja. Das stimmt. Kleines Pferd, Tenzu. Ah, okay, ich finde, das kräftige Schild ist nicht so kacke. Ah, ja, nein. Ich kann aber nur wirklich in Stoldex spielen. Ja. Und wer Stoldex spielt, ne? Ja, aber. Kann man trotzdem. Oh, drei. Oh, Zwinker. Blaue. Bam. Oder so. Oh, nee, ist in der SR. Blaue gönnt nie. Die blaue gönnt. Die gönnt echt nicht. Ist es dein letztes Pack schon hier? Vorletztes. Vorletztes. Oh, schicken Ritter ist nicht schlecht. Ja, der ist okay. Schicken Ritter ist ein guter. Schimmernach ist auch nicht kacke. Und jetzt. Müssen wir da los, oder? Na, ist jetzt nicht so geilo, Schmeilo. Ja. Okay, letztes Pack, mal gucken. Gönn jetzt. Wall of D, Wall of zwei D. UR wären halt echt lecker. Vor allem sagen. Zwinker. Oh ja, Zwinker. Hieroglyphen und. Aura. Gold. Oh, Gold, okay. Oh. Ausrufezeichen, zwei. No. Und gar nichts. Wall of D. Schmutz. Green Kappa sehe ich da. Bitte nicht. Wall of D. Vielleicht noch eine UR. Schinkretta, okay. Wall of D. Okay, es geht los, Leute. Ah, mies. Sergen mit Fusionsmain. Möchtest du direkt prima. Aus 3 noch ziehen? Ja, komm, mach mal. Mach mal fit. Mach mal hier direkt. Okay, Leute. Weiter geht's. Wir bleiben drin. Was möchtest du da auf jeden Fall haben? Ja, warte, ich zeig nach dem Pack. Ja, okay, schauen wir uns sofort an. Also da werde ich auch gleich noch rausziehen. Ich werde auch dem Mini ziehen und auch aus der Dreierbox. Da gibt es einige nice UERs, deswegen. Ich glaube, die SRs sind jetzt nicht so geil, ne? Die SRs sind okay. Auf jeden Fall. Jungs, das sind relativ das viele, die gut werden, wenn... Teuflische Kette und da gibt es halt Weißenstein der Uralten, ist auch geil. Ah, okay. Verteidigung, ja. Macht. Die SRs sind halt... Hä? Warte! Hat der San Francisco 49ers Helm auf? Ja, also auf jeden Fall angelehnt dran. Glaube ich auch. Das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist das ein 49ers Thema. Das ist Argumon gewesen. Du musst sagen, was gut ist, Mike, ne? Wenn du was siehst und ja, sagst, Alter. Saft. Junge, Alter. Der Scarabeus-Schwarm zum Beispiel. Oh, Alter, der Block. Der ist richtig saftig. Ist er wirklich saftig? Der ist insane saftig. Weil der sieht dann saftig aus. Beste Leben. So, hallo Leute, hier ist wieder euer Held der Steine. Aus dem Herzen Europas, im wunderschönen Frankfurt, also aus meinem kleinen Laden, an einem wunderschönen Tag. Die ist super saftig. Die würde ich nehmen. Sarkophag auf jeden Fall. Sarkophagsaft.
Den würde ich auch sogar nehmen, den Zombie. Gut, der ist gut. Den Stein? Von, ja, ich bin ja kein White Eyes, ja, aber kann man trotzdem Blue Eyes. Die Wasserfrau ist auch noch ganz gut. Sternstaub? Ja. Sternstaub nimmt man mit. Sternstaub nimmt die daneben man auch, mit. Die ist auch stark. Ja, die spielt man auch im Flex. Den nimmt man, ja, man auch mit, der ist auch ja, super. Ja. Chains ist broken. Sowieso, ja. Okay. Aber Gojo-Wächter ist halt Schmutz. Gojo-Wächter ist gut. Der sieht ein bisschen aus wie Orange. Achso, das aus. 1 zu 1 quasi. Okay, weiter geht's. Also ihr seht schon, Leute, da sind echt saftige UERs drin. Ja, das kann wohl man so kennen. Schmutz. Die blaue Aura fuckt mich so ab, Mann. Ja, ja. Lapras ist gut. Junge, Alter, Kopierleben. Au, Christon. Christon. Aber willst du ja eh spielen, ne? Ja. Echt? Parser ist auch okay. Ah, nice. Ah, Subterror, okay. Ja. Junge, die verfluchte Feige. Ja, oh, Junge, ja. Was kann die denn? Eine Feige. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, wird ihr zwei gesetzte Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld. Solange diese Karte im Friedhof liegt, können die okay, das Karten nicht aktivieren. Ist eigentlich ganz cool. Die blockt halt zwei Slots, ne? Ist halt für Control-Decks ganz gut. Ja. Das ist halt nicht schlecht. Frage, ne? Ja. So. Jetzt kann man nichts gegen sagen. Scheiße. Nee. Hey, nichts gegen die Verteidigomate. Nee. Komm, gönn. Blau. Nee, das ist SR. 100 Pro. Edelstein-Elefant, Junge. Gibt's ein Edelstein-Deck? Das weiß ich nicht. Glaub nicht, nee. Was gab's damals? Diese Kristallungeheuer. Kristallungeheuer, ne? Ja. Ja, ja. Gibt's die hier auch? Ich glaube zum Teil. Ja, okay. Aber also, hauptsächlich nur durch den. Ich glaube, den gab es damals durch ein Event oder so. Ich glaube, Alter! Man die durch Jesse Anderson. Ja, genau. Mega süß aus. Morgen holten Reiter. Alter, das sieht aus wie der Typ von Dingens. Das sieht aus wie ich. 1 zu 1. Ach so. Ja, bis jetzt leider nur Schmutz eigentlich, gell? Ja, aber hast ja noch ein bisschen was. Und du musst überlegen, mit jedem Pack tust du die Schmutzpack, sag ich mal. Alter, einer, okay, das ist. Au, aber Regenbogen. Oh, Regenbogen. Fake Kudibo, Alter. Vielleicht. Der kann. Finstere Illusion. Junge, kann man. Ist Mario, das ist ja Mario. Schell. Das ist einfach Mario. Der geht einfach mit einem Chamäleon spazieren. Was? Das ist die beste Karte. Kann mir keiner erzählen. Kinderspiel. Ja, das spielen wir. Da war der Hero. Alter, aber sicke Karten vom Artwork her, kann man nichts gegen sagen. Ja. Auch lecker. Und jetzt? Nee, jetzt die nächste. Nein! Verfluchte Feige, Jungs! Der hat's ja angetan. Bald hab ich mein Playset vom Verfluchte Feige. Jawohl. Okay, weiter geht's. Alter, nur Schmutz. Schmutz. Ach, Mann. Aber beschützt den Down auch nicht später auf für White Eyes, oder? Oh, 2 aus 2, okay, das könnte nur er sein. Der Kopierlehm? Nicht der Glück. Angriffsschlawiner. Gewinner, nicht Schlawiner. Schlawiner. Schmetterling. Begegnung mit einer anderen Dimension. Na gut. Interessant. Okay. Ich hatte auch Angst vor dir, Alter. Cyborg-Doktor. Alter. Genomix-Kämpfer. Nochmal Subterror. Nice. Synchro-Ablenker. Ja. Militarisieren. Hast du, glaube ich, 4 von, oder? Die war doch in jedem Pack drin gefühlt. Nein! Oh! Der ist ein guter. Ist er ein guter? Der ist spielbar, auf jeden Fall. Der ist spielbar. Sobald X-Decks kommen, wird er richtig gut. Von all denen da oben, Junge, kriege ich das wacke Chamäleon. Aber hey, besser ein OER als kein OER, sag ich immer. Na, weiß ich nicht. Hätte ich lieber eine Wall of D als das Chamäleon. Generell, ja, okay, sicher. In dem Set sind super viele Karten drin, die gut werden, wenn Rank 4 Xyzes kommen. Das Chamäleon auch, oder wie? Drei, Zwinker, Bombe. Das ist dafür eigentlich mal ein Boom. Aua. Aber ich denke mal, die preparen das dann. Ah, 2 aus dem Constella. Könnte noch. Könnte noch. Gardodengel. Gardodengel mit Lachen. Glücksfall. Den brauchst du denn. Den brauche ich als One-Off, das ist nice. Slavdick. Lammfell. Nebelvogel Clausolos. Kennt ihn. Binon Stella. Ja. Kennsegen-Insekt. Ui. Oh! Was ist los mit dir? Lecker Schmecker. Gern ich dir. Mit reinlacken. Nice. Danke. Der ist gut, der Zombie, ne? Ja, den wollte ich einmal. Ja, der ist ein guter. Schreibt gerne auch in die Kommentare, was ihr gezogen habt, wenn ihr von dem Banner, von den Bannern hier gezogen habt. Oder was ihr haben wollt, wenn ihr noch nicht gezogen habt. Zwinker, Bombe. Bumm.
Den Aura. Oh mein Gott! Was? Das könnte noch eine OER sein. Wäre das free in a row? Ja, ne? Ja, free. Ja. Oh, macht der Wächter das gut. Ich sag, wir bleiben drin. Wir bleiben auf jeden Fall drin, Alter. Junge Mario wieder am Start. Mario Schellen. Ich liebe den. Oh, wieder der Insekt. Und die nächste. Abhören. Ah, ist auch eine gute. Okay, echt? Okay. Die hab ich, glaube ich, schon zweimal oder so gezogen. War die nicht in dem Dark Lords drin? Ich weiß es nicht. Aber kann gut sein, ja. Oh. Hi, und Ringbogen schon wieder. Oh. Und zwei Ausrufezeichen. Yo. Alter, das wäre richtig nice. 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 Fluch des Kreises. Auch eine richtige Oldschool-Kardi. Ja. Fußball? Der Ehrenvogel? Ehrenvogel. Todesverknüpfer. Ja, Agumon. Mhm. Oh, die ist gut. Für Schwarzflügel spielt man die, ne? Ja, ah, schon. Ich glaube, die habe ich mittlerweile auch schon dreimal. Das ist nicht kacke per se. Welche war da? Ich habe es nicht gesehen. Der Reiko. Reiko. Der Hund. Der Hund. Reiko. Der Hund. Reiko, der Hund. Hund. Drei. Drei? Kein Zwinker. Gönn. Gold. Ah, Gold. Bam. Keine Augen. Keine Augen, okay, es wird SR sein. Macht der Wächter aber immer wieder, ne? Ja, aber. Mario Schelden? Viermal. Ballwürfel. Lachkarte. Oh, die sieht cool aus. Sieht lustig aus. Oh, Nekrofusion ist okay. Ist echt okay. Okay, nice. Oh. Sein letztes jetzt, oder? Ja. Letztes Pack. Hände werden zusammenge. Ne? Genau. Natürlich. Oh, Regenbogen. Oh, Regenbogen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ah, nur Auge. Schmutz leider. Aber kann noch gönnen. Kann ich noch gönnen. Fischbock, Bogenschütze. Ist da eine Katze drin? Ja, da ist eine Katze drin. Na gut. Geil. Mit der hat man mal ein FTK gemacht im normalen Spiel. Was ist das? Nice. First Turn Kill. Bevor der Gegner überhaupt drankommt. Ja, nett. Junge, Sündengeist. Und jetzt. Die Nase. Ah, die ist gut. Das ist eine der Rank-4-Karten. Alright. Ansonsten möchtest du nichts mehr eröffnen, oder? Doch, ich mache noch. Ich gehe noch einmal bei Cyber Rebellion rein. Let's go. Aber dann. Sofort ziehen. Günther. Da hab machst ich direkt 10 Packs. Habe ich keine großen Hoffnungen. Ja, doch. 10. Let's keine go. Einen Jolle. Schmutz. Mhm. Handvoll. Ah ja. Dingens. Unbelohnt Packs hier. Schmutz. Ja, ist echt so, ne? Nach diesen dicken Packs, Alter. Der ist erst richtig traurig. Alter, die tauscht mit. Warum hat der Peitschen als Arme? Ich weiß nicht. Ah. Ah, guck mal, was ist. Könnte es sein. Gibt es die Synchro SR, die du haben willst? Es gibt eine Rare-Dingens-Synchro und sonst 5 SRs. Oh, ja. Das ist SR, nice. Okay. Oh. Der ist aber Schmutz eigentlich. Der ist vorhanden. Ist ein SR. Der existiert. Der ist halt Schmutz. Eine Schmutz SR weniger. Was möchtest du denn daraus ziehen? Cyberdrachen? Also, ja, eigentlich die Christons. Hm. Aber Cyberdrachen nimmt man auch mit, ne? Du hast noch kein Christon bekommen, ne? Nee. Der Fischbockwerfer. Oh, was der? Irgendeine Fischbockkarte mal für den FTK fand. Okay, gönn. Mhm. Ah, Merbel ist nicht. Alter, nein, ja, ein Pinguin. Nein, Pinguin. Stark. Ich liebe den. Gibt's auch ein Ja-Pinguin? Nein. Nee. Nein, sagt der Nein-Pinguin. Ah, Schmutz. Gibt's da eine OR drin, die du haben willst? Also gibt's ja, da eine von den Cyberdrache, Christon. Und zwei Badrache. Aber ich krieg ja nur Schmutz. Au, oh, Zwinker. Ja, ja. Regenbogen. Schmutz. Das sind die unbefriedigsten. Das ist nur eine. Oh, ist sogar ein Albtraum, Pinguin, Mann. Der ist echt Albtraum. Wenn du den reißt. Oh, Regenbogen. Und jetzt gönn noch Augen. Ah, okay, könnte. Also SR-Minimum. Okay. Hier den da nehmen wir. Ja. Ja. Traurig. Ja, letztes Pack. Bald in der nächsten Rüstung. Nee, kannst du danach noch ein Pack öffnen. Nee, ist das letzte. Nee, hast du noch 93. Ach so. Ein Pack kannst du noch aufmachen. Ja, Schmutz, Alter. Eine Ehrenrunde drehen wir. Eine Ehrenrunde. Jetzt kommt der Gute. Das rieche ich. Free Spins. Der letzte Free Spin. Ja. Oh, er lädt lang. Yeah. Oh. Gönn Aura. Oh, und jetzt Bam. Ah, okay. Ich meine, ist immer eine SR, ne? Also, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Safe nochmal, Drop Pinguin. Ja, okay, der ist gut. Okay, nice.
Nehm mal. Haben wir gesagt, letzte ja. Pack wird saftig, ne? Besser als nix. Alright, Leute, dann wechseln wir jetzt zu meinem Screen und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. So, Leute, jetzt machen wir bei mir weiter. Ich habe auch noch 3000 Gems und ich würde sagen, wir fangen wieder an mit der Minibox. Wir wollen, wie gesagt, hier den Rotdrachen. Wir wollen Halluzigenia für Bonuskleid. Und Kosmoszyklon ist unser absolutes Ziel. Unser absolutes Ziel. Let's go. Fangen wir an. Hoffen wir, ihr gönnt, weil dann könnte ich endlich mein Dings fertig machen. Mein Dark Lord Deck. Oh, Gold. Ja. Okay. Keine Augen. Keine Augen, Schmutz. Keine Augen. Wird es ja sein. Oh, meine Maus ist hängen geblieben. Ich kann auch drücken, aber ich kann sie nicht bewegen. Jetzt geht's wieder. Okay. Jojo. Hänger Kranich. Und. Und. Nee, nee. Und. Oh, ja, oh, lol. Ist okay. Ist sie okay, ja? Ja, ja. Als ob direkt OER kommt. Erstes Pack OER. Das ohne Augen und sonst irgendwas. Nur Gold auch. Ja, ist echt so, ne? Aber ich hätte mir andere OERs gewünscht. Aber okay. Ja, der Zyklon muss halt kommen, ne? Ah, ne. Jetzt Ring. Back to back, back to back. Na, blau. Oh, aber zwei Ausrufezeichen. Ja, mal gucken. Zyklon wäre so lecker. Okay, okay. Straight Flush. Samurai-Schädel. Oh, Schinkenretter. Okay, nice. Jojo. Ah, ich kann dich schon seit Särgen nicht mehr sehen. Ich glaube, der hat die zweimal gezogen, ne? Ja. Okay, nächstes Pack. Du könntest auch rein, oder? Das weiß ich nicht. Erik? Drei? Zwinker? Du wolltest auch so eine Fusions-Recycling-Anlage, ne? Ich glaube, warte, ich bin gut sagen. Oh, Regenbogen! Oh! Und 2000! Jo, das ist nur er. Ja, das muss. Das ja. Muss. Bitte unverschämtes Zyklon. Glück schon wieder, ne? Bitte Zyklon. Bitte Zyklon. Ja, bitte. Ich hatte auch eine Fusions-Recycling. Ja, dann hatten wir da keine von. Bitte. Schinkenretter, okay? Bitte. Bitte. Was? Was? Ich muss so los, Alter. Ja, aber das ist Relate eine Kläranlage, ne? Macht Relate. Auf jeden Fall Sinn. Ich mag's nicht. Das ist die Kläranlage. Ja, dann haben du direkt jeweils zwei von. Hat sich gelohnt, die haben wir 5-mal gesehen. Jetzt gönn. Oh, nur ein Kuribo! Regenbogen wenigstens. Jetzt kommt nächste OER, ich riech das. Ja, komm, es gibt absoluter nicht. Schmutz, Alter. Das ist so ehrlich, ich muss auf die beim Durchskippen. Oh, what? Ja. Mit Ansage! Was los? Mit Ansage! Okay, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Nehme ich. Okay. Aber stark, stark. Echt stark, ja. Ich habe noch zwei. Gönn den Zyklon, Erregung! Schmutz. Junge, Schmutz. Diese blaue Aura ist so tilt, Mann. Ja, wirklich. Okay. Komm, Ball auf die. Komm. Die zweite, bitte. Das ist ja so saftig. Und jetzt! Ah, okay. Ihr habt gesagt, die ist okay, ne? Ja. Zerstör das Gebiet. Kannst halt was zerstören, aber du kannst dafür nicht ziehen. Halt nicht drawen. Ja, okay. Kann gut sein. Was ist, wenn man die mit der... Es gibt doch diese Fähigkeit, wo man nicht ziehen darf, ne? Mit 300 LP bekommen, meinst du? Nee, dass du deine erste Hand wegschmeißt und dafür darfst du dann nicht ziehen. Kannst du das damit kombinieren? Ja, kannst du. Okay, es ist... Okay, aber wenn du anfängst, ist halt Schmutz, ne? Ja, das ist richtig. Okay, let's pack auch wieder ein Kuribo, Alter. Und gar golden und nicht mal Augen! Uff. Ja, das wird leider nicht der Zyklon, oder? Was meint ihr? Ah. Sieht schwierig aus. Sehr schwierig aus. Ja, gar nicht um das Licht. Evolutionierung und. Belastung. Ganz kritisch. Mein, ist nur er und Wall of D, ich glaube. Kann man sich nicht beschweren, oder? Kann man sich nicht beschweren. Okay. Okay. Ja, du kannst doch noch einen, oder? Nee, das war die letzte. Echt? Ah, belastend. Ja. Ich glaube ja, oder? Ja, ja. Okay, ja, wir gönnen uns jetzt noch 9 von hier. Die letzten 70, also das letzte Pack werde ich dann offscreen machen. Aber hier gönnen wir uns jetzt auch nochmal 9 Stück. Wir wollen auch, wie gesagt. Also ich glaube, ich will tatsächlich am ehesten den. What? Keine Aura und ein Kuribo! Und 2 Ausrufezeichen. Okay. Bin ich darin? Ja. Mhm. Na gut. Mario Sheldon. Man kennt ihn. Oh Gott, das kann ja was werden. Ich liebe den Schiffen-Frosch. Und... Oh, what? Schon wieder where? Ist sie gut? Ja, grundsätzlich, ja. Ja, ist halt Kato. Ist die gut. Ja. Ja, die ist okay. Ja, stimmt. Kato, ja, kann machen. Ich möchte, glaube ich, am ehesten tatsächlich die Karte hier. Die habe ich 2-mal. Und eine dritte wäre echt lecker.
Ja. Wo hast du die zweimal her? Die hat er zweimal in dem Set gezogen, wo die herkommt. Ah. Ich glaube, Dark Lords verrückte war das, oder? Geschichte. Oh, ich glaube, die waren auch in Dark Lords drin, oder? Ich weiß nicht genau. Ja, muss. Das war Schmutz. Das war Schmutz. Ich überlege, ob ich da gleich auch noch aufmachen soll aus dem Pack. Schwarzflügel, Skabeoschwar, magische Quell, Dobu. Oh, lol. Hätte ich es ja auch drin, lol. Ja. Tut mir leid, sagen. Wollte ich nicht. Tja. Ist ja auch. Jetzt musst du die wohl spielen, kann man nichts machen. Schade. Die hätte ich, glaube ich, auch gern. Die kann man auch im Dings spielen, ne? Ja. Ja, die würde ich auch gut finden. Für ein bisschen Blue Eyes, maybe. Damit wir da schon mal ein bisschen Setup für haben. Aber ja, machen wir weiter. Oh, es lädt lange. Aber er zwinkert nicht mal. Oh, yo. Okay. Alles voll mit Hieroglyphen und zwei Ausrufezeichen. Ja, UR. Sagt ihr? UR, sag ich, ja. Sagst du echt? Ja. Okay, ich bin gespannt. Sagst du Sarkophag? Die meinte ihr aber auch nicht schlecht, ne? Ja, die ist für Shiranui gut. Ja. Na, scheiß auf Shiranui. Okay, Mutter Grizzly, Schmerzen teilen und. Oh, ist sie gut? Vision Held, Witch Ranger. Ich hab mir die noch nie durchgelesen, aber ich glaube, den Grund die sieht ist kacke. Cool aus. aber zwei UR schon, das ist lecker. Ja, schon wieder. Okay, werde ich mir später auf jeden Fall mal durchlesen. Und wir haben noch 7 bzw. 6 jetzt. Bist gut dabei. Aber ich hätte gern, wie gesagt, den Stein hier. Falls ihr auch Ahnung habt, ne, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr sagt, Alter, die ist eigentlich ganz lecker, die kann man so und so spielen. Lasst uns gerne wissen. Okay, Dracoribus. Blau und SR. Ja, blau ist Schmutz. Blau ist so Schmutz. Außer wie eben gerade mit den Hieroglyphen voll, ne? Ja. Aber das ist was anderes. Das ist echt was anderes. Da wird Schmutz drin sein. Ja. Ach, okay. Na, okay. Naja. Jetzt schreibt ihr mal in die Kommentare. Was? Die Nachrifeuer ist meine Lieblingskarte. Ja. Jo, Hurensöhne. Hier drei Kribus und. Oh, okay, aber nicht alles voll. Und. Ah, zwei Ausrufezeichen aber. Ja, ich glaube aber eine SR. Meinst du? Glaub scheiß schon. Pessimist, Alter. Sagst wahrscheinlich auch, das Glas ist halb leer, oder? Und du bist gleich aus dem Call gekickt. Alter, schau dir an, wie er sein Leben chillt. So orange. Auf dem Pilz. Das ist echt orange. Ja, das könnte halt echt leer sein. Das wäre ein Zeichen von ihm. Und. Oh, Stern! Oh, ja, lol! Sick! Was ist denn mit dir los? Komplett am Reinlacken. Drei URs, Alter. Stimmt, einen habe ich ja schon, den kriegt man ja von. Nee, habe ich nicht. Ich dachte, man kriegt den von Dings geschenkt. Nee, nur mit Skill kriegt man den dann ins Extra-Deck. Ah, okay. Aber hey, immerhin ein Sternenstern. Ja, dass man den hat, ist insane, actually. Ja, halt wirklich. Gerade jetzt, ne, ihr wisst ja, ich habe erst vor kurzem angefangen. Kannst du eigentlich überall spielen, oder nicht? Ja, solange man Level 8 Synchro machen kann, ist der. Und jetzt können die. Oh, golden und! Golden und gewöhnlich. Okay. Fängerbarriere. Ja, Kinderspiel. Oh, Leute, was ist das, Alter? Ja, gut. Pistolenlauf hinter der Tür. Stell dir vor, du bist so Indiana Jones. Dann kommt da so eine Cobra-Pistole und erschießt dich. Okay. Weiter, Schmerzteil. Psy-Befehlshaber und. Ja, okay. Ist sie gut? Das ist auch Level 4 XE-Spam. Ja, okay. Zukunftsinvestition. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 3. Ne, 3 kann ich noch aufmachen. Achso. Deswegen. Zu arm. Geht schon an UA eigentlich, oder Leute? Bisher haben wir so wenig. Genau. Ja, ach, eigentlich noch. Oh, Rainbow! Aber keine Augen. Ich fühle mich ein bisschen verarscht hier. Ja, gell. Okay. Verstehe ich nicht. Same. Leute, was meine ich jetzt hier? Ist jetzt hier. Lol, der Magiehund. Der ist ein Süßer. Du Hund. Ja, was ist das? Magischer Quell, Schmerzen teilen. Die sind auch schön aus. Und. Ich rufe sie. Ah, okay. Ist auch nicht schlecht, meint ihr, ne? Ist nicht schlecht, ja. Die ist okay. Gut, und jetzt noch zwei Packs. Aber das Set hier gefällt mir. Kann man auf jeden Fall machen. Kann man machen. So, Kuribo. Auge. Ja, aber Rainbow und drei Kuribos, ne? Ich sag's, wie es ist. Ja, war letztes Pack auch. Nee. Doch. Nö. Aber Fluch des Kreises nicht sogar für gespielt? Nee, ist eine andere Karte. Mhm. Ah, okay. Mhm. Schwarzflügel, ja. Genomix-Kämpfer und. Ah, okay, Rico. Guck mal, warte, wie häufig habe ich den schon? Ich habe den schon ends auf. Das war mein vierter, Alter. Okay, letztes Pack, Leute. Von meiner Seite aus. Hier ist noch eine Fiende, steht zum Anfluss.
komm jetzt, gönn den Edelstein der Drachen da hier. Das Ei. Ja. Oh. Ja. Mhm. Ja, 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 ja. Digga, wenn du 4 ORs ziehst, muss ich halt so los. Aus 9 Packs musst du überlegen, ne? Herr Doktor, ja, der Pistolen da. Okay. Alter. Ah, der ist auch ein Süßer. Irgendwie süßer. Cut. Ja, ich dachte, das wäre meine SR und da muss ich richtig los. Und. Oh mein Gott! Oh ja, lol! Alles klar. Kann man machen, denke ich, der oder? Ist gut. Der ist auch gut. Den spielt man in so vielen Decks. Außerdem spielt man den auch im. Im Blue Eyes spielt man den auch, ja. Und in Schicksals-Ladies spielt man den, glaube ich, auch noch. In allem, was man ihm machen kann, spielt man den auch. Naja, also. War ganz nett, würde ich sagen. War ganz nett, ne? Akzeptabel, ne? Aber Zugi-Spielmonster hat er. Grüße gehen raus, ne? Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, wollt ihr noch irgendwas öffnen? Ja, ich mach noch. Ja, ich mach, glaube ich, auch noch ein paar. Ja, wollt ihr offscreen oder wollt ihr auch noch hier mit den Leuten scheren? Mir egal. Ich kann das gerne noch scheren. Ja, okay, dann sehen wir uns gleich. Mehr Content, wollte ich gerade sagen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind wieder back. Und Erik macht auch nochmal 4 von der Selection Box 3 auf. Lol, warte, nichts. Nur 2 Ausrufezeichen, okay. Kann. Eben hatte ich auch nichts, ne? Ich glaube, da war auch nur OER drin. Ja, du hattest einen Kuribo und Blau. Da war OER drin. Stimmt, ja. Also, ich hoffe natürlich auf teuflische Ketten, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Oder einen der guten Synchros. Ja, Sternstaub und. Oh. Ah, verfluchte Feige! Du bist genauso diese verflucht, wie sie diese Hundekarte, Mann. Kann man machen. Okay. Ich sag's euch, irgendwann wird die so richtig Meta und dann sagt ihr, ja, ich hab die schon und du. Ja, wo sind eure verfluchten Feigen? Ja. Genau so wird's laufen, nämlich. Wow, oh, Rainbow, ich wollte gerade sagen, Rainbow und jetzt. Kein Oh, Junge, Mario. Mario Sheldon. Immerhin. Alle Fall. Alter, das Pack. Ist das Pack. Alter, der kopiert eben auch noch mit drin. Die besten Karten. Echtes Pack. Ja, ja. Oh, der Edelstein-Elefant. Ja, ich fühl's. Ich fühl das. Ja, der Weilernwürfel. Dogu. Ah, die ist okay. Die Enden der Albtraum. Ja. Ja, das ist echt die Enden der Albtraum. Ich fühl's. Weiter geht's. 16 Uhr erst sind da drin. Und ich habe die zwei besten Synchro gezogen, ja. Ne? Ja. Okay. Oh, ja. Das ist UR. Safe. Ketten. Ja, Verteidigung, Arte, die holt dir die Ketten, Alter. Ich sag's dir. Ja, glaube ich auch. Die holst du ran. Die Ketten nach hinten, kein First Down. Und schon. Nächste. Oh, ja. Schön. Direkt Box Reset. Ja, gönn ich dir. Oh mein Gott, so worth. Willst du die Box resetten? Ich mach hier nur noch eine hier auf. Ja und? Kannst du dann nochmal die Kette bekommen? Natürlich. Okay. Alter, wenn du jetzt nochmal die Kette bekommst, dann ist aber. Alter! Ist ja anders. Anders saftig schnaftig. Ich mach sogar 2 auf hier und dann mach ich den 8. Future Horizon. Okay. Weil ich meine noch eine Kette. Oh mein Gott! Oh. Ah, keine Augen. Aber Drache, ja. Aber Ketten sind richtig lecker. Die sind insane. Ja, Dogu. Nächster ist es. Ja, Kikeriki, hast du nicht gesagt, dass du willst, dass Erik. Es ist Kikeriki. Was hab ich gesagt? Er hat's echt gecallt. Vor der Aufnahme war das, hat Sian gesagt: Erik, ich will, dass du Kikeriki siehst. Und es ist einfach passiert. Oh ja, Rainbow. Bitte kein Blau, alles nur kein Blau. Oh ja, oh mein Gott. Okay, das ist hundertprozentig nur OER. Komplett saftig. Könnt noch mal kennen, bitte. Das wäre so heftig. Der muss sie holen. Der muss sie echt holen. Aber er kommt nicht, um sie zu holen. Nee, er kommt echt nicht. Hund. Okay. Absoluter Hund. Absolute Tomate. Vielleicht ein geiles Synchro wenigstens oder so. Ah, ist auch eine gute. Okay. Aber ey, 2 OERs sind so wenig Packs, sagt man auch nicht nein, ne? Alter, jeder lag rein, außer Mike und ich. Ja, aber Mike hat auch noch nicht so viel gezielt. Ich hab noch 4000 Gems, das wird's. Ja, jeder lag rein, außer ich. Ja, komm, du hast auch nicht schlecht gezogen. Ja, doch schon. Naja. Hä, du hast 2 Fusion Recycling. Den will ich. Ich weiß jetzt nicht. Den will ich. Und Super Heavy Samurai. Ja, Super Heavy Samurai. Gut. Oder halt na gut. Server down, sag ich da nur. Jetzt kommt er nicht mehr rein. Keine Packs für dich, Erik. Hä, hey, das werde ich. Jetzt kommst du auf die Warteliste. So. 40.000 Spieler vor dir. Ich bin richtig gekillt. Ja, okay.
Die Sache ist, der Dings ist auch noch gut, ne? In dem Set war hier der Karren-Dings da, die vierte Karte, die vierte UR. Ja, der ist auch noch gut. Ah, ist ein guter Spy-Samurai. Ja, hast du stimmt, ja, will ich auch dafür. Hab ich dir auch gesagt, dass das Deck da komplett drin ist, ne? Ja. Also dann, rein da. Richtig, Erik. Wir bleiben drin. Würde ich dir gönnen, wenn du da einige ziehst von. Das sind ja auch gute Rares dabei, deswegen. Ja, der Holzclown. Perfekt. Das war gut. Wobei, spielt noch nicht. Nee. Oder? Es gibt halt in dem Event die Artefaktkarten, ne, aktuell. Ja. Aber Artefakte an sich sind nicht so geil. Oh, Synchro könnte gut sein. Warte. Ja, der ist gut, der ist gut. Ja, ein guter. Mit? Regenbogen. Bitte. Ah, blau. Aber Augen wenigstens. Ja, SR halt auf jeden Fall, ne. Und jetzt ist es einfach der Magierkreis. Nee. Aber die ist kacke. Es ist immer ein Kreis, ne? Ist immer ein Kreis. Ich sag's dir. Immer ein Kreis. Gönn Kreis. Synchro? Oh ja, Synchro ist gut. Synchro ist immer gut. Weil da fast alle. Ja, genau. Schmeckt. Nicht mal Aura oder so, nicht mal die blaue. Und nochmal ein Artefaktschild. Sternstaubblitz. Spiel, ist die nicht sogar auch gar nicht so kacke, oder? Ich glaub nicht. Also, ich hab's noch nie mehr durchgelesen, aber. Das ist meist auch nicht das beste Zeichen. Ja, okay. Ja, okay, wieder der Holzclown. Oh, der ist auch gut. Der ist ein guter. Ja, der ist ein richtig guter. Der spielt auf meiner Flöte. Das dicke Ding. Als Sternzeichen kannst du da ja auch drin, Leute. Oh ja, auch. Sind auch übel wichtig. Einfach der Trompeter. Da ist einfach fast das Deck fertig. Also, ich glaube, das ist auch das nächste Set, aus dem ich ziehen will. Artefakt Eges und der Stufenkrieger, jawoll. Jawoll, der hat Lust. Aber ja, hast ein paar gute Dings gezogen. Ist okay. Ja. Alright, dann gibt's hier wieder einen Cut und wir. Genau, wir sehen uns jetzt gleich nochmal bei Mike, der hat nochmal dick Gems. Also, ihr kriegt hier Content on Mass. Bis gleich. Okay, Leute, Mike hat nochmal 4000 Gems. Ich weiß nicht, willst du alle jetzt ausgeben? Ja, ich hau die raus. Ich hab gespart. Das Opening hier, Leute. Absoluter Gönner. Kannst einfach in den Titel schreiben, 20.000. Ist echt so, ne? Lass doch dafür ein Like da, dass Mike so ein Gönner ist, Leute. Okay. Oh ja. Augen. Oh ja, der könnte. Der hat Potenzial. Die Maschine hat Potenzial. Der ist ein ganz süßer übrigens. Warum? Lecker. Weil der richtig süß aussieht. Achso, hör mich ein. Hat ein bisschen was von einem Kuribo. Ja. Lecker. Ah, der ist ganz lecker. Okay. Ja, Achso, das war okay. Schon. Das war schon. Ja, der ist für Stromberg halt ganz cool. Also für Banish Decks. Das ist eigentlich ganz lustig. Na gut. Weiter geht's. Wir bleiben drin. Weiter geht's. Potenzial der Maschine ist erkannt. Er rattert. Gönn 3. Oh, der lädt gut. Der lädt richtig. Für den einen Kuribo hat er geladen. Der wusste schon gar nicht mehr, wie die Animation funktioniert, ja, Alter. Scheiße. Aber der ist es. Ich sag's dir. Das ist der Bait. Okay. Magidog. Magifix. Der Bait-Kuribo ist es. Da ist jetzt ein OR drin. Der ist auch sehr süßer. Da ist jetzt ein OR drin. Ah, fast. Ist sie gut? Dark Magician, keine Ahnung. Nö, ich glaub nicht. Na gut. Ja, Schmutz. Echt Schmutz. Richtig. Hey, warte, ist das Selection Boost 3? Ja. Das ist die, aus der wir auch gezogen haben. Oh, Auge. Ah. Okay, dann jetzt. Gold und jetzt. Schmutz. Ah, der ist auch ein guter. Schmutz. Hieß der Hund gerade Adolf? Eluf. A-L-O-O-F. Ach, schwierig. Wachsam. Oder so. Ich bin müde. Ah. Das ist okay. Ja, oh, okay. Aber wie heißt der? Kokadilu. So nennt sie den bei mir auch immer. Der Kokadudeldu. Kokadudeldu. Schwierig. Das ist süßer. Kikeriki besser. Nee, ich finde Kokedudeldu besser. Ja, weil der Kok im Namen ist. Komm, ich zeig dir mal meinen Kokedudeldu. okay. Jetzt vielleicht so Regenbogen. Blau. Auge, Schmutz. Nee, es wird nur eine SR sein. Ja, gerade übrigens bin in der Nacht. Wir haben 2.17 Uhr. Alles süßer. Alles fürs Event, Leute. Kann der wie lange halten die bis zum 31. Januar? Ja. Das ist lecker. Kann man noch später reingehen. Ja. Theoretisch kann man die einfach immer alle Boxen durchkaufen, ne? Ja, theoretisch gesehen könnte man echt für alle farmen.
Ich meine, da kommen schon, du hast halt, für die Gems hast du halt echt viele Karten, ne? Ja, das sind halt genau 4 Packs. Das ja, sag ich ja. Eine Gem für 12 Karten, das kommt halt auch selber hinaus. Psch, mach's nicht kaputt. Oh, die Verteidigung Marte war da. Ja, die war dabei. Das muss. Sagst du, ist ein gutes Zeichen? Ja, muss. Muss? Jawohl! Bitte bau darum irgendwann ein Deck. Mach ich, was kann die eigentlich? Oh, da sind sogar so Mäuse und Hamster bei der. Ja, die mega ist richtig süße. Ja, die ist, glaube ich, für Xyz gar nicht so kacke. Ah, okay. Also, wenn das dann irgendwann kommt, dann baue ich da ein Deck drum. Hier seht ihr es zuerst, Leute. Ja, Mike lädt dann einfach auf Teemo 2 hoch. Ja, auf Razor 2. Junge, ich komme auch die ganze Zeit durcheinander. Ich sage auch die ganze Zeit Teemo 2. Okay, Gold. Ah, könnte. Den Magnetkrieger eigentlich gut nehmen, ne? Lass Düser kommen. Der Dawn Knight ist auch Schmutz. Ganz schön edgy. Fällt mir. 4. Langsam müssen die eine Uhr. Also eine muss. Ja, also so ein bisschen was sollten lang gönnen. Ja. Wow, oh, ja, oh, ja, 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 jetzt noch geiler Schein. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, okay, 100 Pro. 100 Millionen prozentig. Ketten muss sein. Ja. Verteidigung Marte kommt gleich vorbei und sagt. Oder wie viele Sternstabdrachen hast du? Hab ich, glaube ich, auch maximal einen. Würde ich auch nehmen. Ja, okay. Safe. Kompletter Schmutz. Kompletter Schmutz. Da muss ich tatsächlich los. Was? Nehme ich nicht. Maschine gönnt nicht. Kann ich den Speck zurückgeben? Ja, muss eigentlich. Wir gehen raus. Schauen wir mal, ob es dafür jetzt Entschädigung gibt. Ah, golden und bäh, okay. Eigentlich würde ich jetzt hier sagen, okay, muss, aber dadurch, dass der eben nicht gegeben hat. Ja, jetzt muss er eigentlich deswegen. Ja, aber ich würde halt eigentlich jetzt schon sagen, ich muss. Eigentlich Ketten geben, Alter. Eigentlich schon, ja. Der sollte dir mal auf die Ketten geben. Ah, den will ich auch, der ist ein Süßer. Aber immerhin, ist gut. Ja, okay. Kann man machen. Hab's ja nur eher. Aber eben die Animation war krasser als jetzt. Ja, aber ist. Ich verstehe das nicht. Leute, falls ihr das System kennt, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr bei Konami arbeitet, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr bei Konami arbeitet, rig mir meinen Account. Packs. Ja, in meiner ID habt ihr schon gesehen. Easy. Oh, Regenbogen. Immerhin Regenbogen. Ja. Und? Ja. Aber nur Augen. Kann aber. Potenzial ist erkannt. Ja. Mimiklay. Mimiklay ist eigentlich ein viel coolerer Name. 2. Ah, gut, habe ich schon mal die Support-Karte für, habe ich jetzt auch das Ding und. Ja. Oh, ja, ja, nimm mal. Hab ich da schon einen von? Das ist lecker. Oh, das war mein dritter, ja, nehme ich mit. Ja, nimm auf jeden Fall. So, letztes hiervon. Alright, wir bleiben drin. Okay, jetzt musst du aber eine saftige bekommen. Halt wirklich. Ah. Gold und. Gold und Auge. Ja. Golden und gewöhnlich. Golden und gewöhnlich. So schaut sie nämlich leider aus, Leute. 1, 2, 3, 4 und. Ja, ah, okay, nehme ich mit. Wir haben alle in ihre Narifaya gezogen, außer Erik. Ja, ja. Erik gehört aber nicht dazu. Erik hat dafür lieber die Ketten gezogen. Ja, die Ketten nehme ich. Die Trails. Ja, nehme ich eigentlich, würde ich auch nehmen. Ja, gut, dann noch. Ist auch Future Horizon oder? Nee, ich gehe hier. Habe ich schon angefangen reinzugehen. Ja, okay. Ja, okay. Willst du Element Saber spielen? Ja. Alright. Ja, ich spiele Invoked IRL, das ist dann. Hast du Invoke Deck schon gezogen? Ja, Invoker hat. Ja, Invoker habe ich, Invocation fehlt. Ja, okay, weil sonst hätte ich gesagt, warum nicht resettet hast. Aber okay, dann. Ja, weil Element selber UR und Invocation fehlt noch. Okay. Ding, spielst du auch Molehu? Ja, ne? Was spiele ich? Oh. Achso, das ist der Element selber, ja, okay. Wie viele Invocation und Invoker hast du schon gezogen? Oh, das. Ein Invoker und keine Invocation. Hast du eine Synchro? Oh, ja, Karakuri ist grundsätzlich nicht schlecht. Also ein Invoker und kein Invocation. Ja, und auch noch kein Element selber, ja. Okay. Ah, hast du den Magma Golem, die SR schon gezogen? Magma Golem? Achso, die zweite. Die auf dem zweiten limitiert ist. Ja. Das ist alles, was ich bisher daraus gezogen habe. Also ich habe noch nicht resettet. Das, was wir sehen, ist alles, was du gezogen hast. Ja. Also auch den Magier hast du noch nicht gezogen. Genau. Okay, weil die ist ja auch gut, ne? Ja, nee. Und du hast auch noch kein Antriebsgolem außer dem roten gezogen, weil die sind ja auch entsengt. Ich habe, glaube ich, bisher keine Ahnung, keinen 10 Packs hier aufgemacht. Ja, der ist gut. Okay. Gut. Na gut, dann gutes Gelingen.
Auge? Wird nur eine Rare sein. Schmutz, ja. Aber der ist, glaube ich, auch nicht schlecht, ne? Der Samurai Destroyer. Ah, ist auf jeden Fall nicht. Ah, Schmutz. Schmutzidi, Schmutz, Schmutz. Schmutz. So unbefriedigend jetzt die ganze Zeit nur noch einen Kuribo zu sehen. Wobei es auch mal wieder eine schöne Abwechslung ist. Spaß für mir die drei. Ja. Ah, Gravekeeper hast du auch noch nicht so viele, ne? Nee. Fehlen wahrscheinlich auch noch ein paar. Ich sehe auch, die Fusion fehlt dir noch. Was ist denn das jetzt? Magic fehlt. Ja. Oh ja, jetzt könnt ihr. Der könnt jetzt. Ach, Schmutz. Ich meine gleich. Oh, Lemon Magician Girl? Fusion Parasite. Oh ja, 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 ja. Ah, immerhin blau. Auge. Und Augen. SR. Vielleicht bekommt es ja ein Ding. Fusion? Oh, das ist einer von den beiden. Ja, ja, nice, nice, nice. Das ist auch gut. Lecker. Was kann die denn? Die ist echt stark. Ja, ist okay. Muss man halt nur rausbekommen. Ja. Kriegt man mit ein paar Decks aber echt gut. Na, hab ich auch schon auf der Ladder ein paar Mal gesehen. Fünf Spellcaster ist schon anstrengend. Ich glaube, Grave Dings ist, glaube ich, ganz gut. Ja, stimmt, die sind hauptsächlich Spellcaster, ne? Ja. Ja, okay, ja, dann dürfte es da. Genau, Gravekeeper spielt man den auf jeden Fall die ganze Zeit. Dagegen habe ich ein paar Mal auf der Ladder gespielt. Und wenn er draußen ist, dann ist er halt over. Ja, wenn du den einmal rausbekommst, ist GG. Ja. Das ist schon echt crazy. Brauchst du das Element selber gerade? Ja, halt, wichtig sind halt die High Rare. Den Rest bekomme ich, wenn ich da dreimal durch die Box. Happy Magician Girl? Okay, das ist in Ordnung. Schmutz, ja, die brauche ich einmal, habe ich auch schon. So, okay. Okay. Genau, oder? Aura. Schmutz. Ah, nee. Oh, nevermind. Nevermind. Sehr gut. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Lecker Schmecker Hosenbäcker, sage ich dir immer. Das sage ich nur. Ja, ich weiß aber. Oh ja, okay, so ein Riders Run nochmal. Kann man machen? Oh, ja. Drei. Ah, oh ja, 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 oh ja. Oder. Ah, ja, ist okay. Nimm mal. Nimm mal mit. Nimmt man mit. Kiwi Magician Girl. Oh, nice. Ah, Gravekeeper, nehmen wir mit. Eigentlich kann man alles aus dem Pack mitnehmen. So ja, das ist oh ja. Gravekeeper ist auch in Mainstream. Da sind halt echt. Oh, jetzt ist da. Zwei Rare, okay. Ja, Double Rare. Da sind halt. Also in dem. Falls ihr neu anfängt, ist das somit das beste Booster, aus dem man rausziehen kann, weil da so viele Karten drin sind, die halt einfach spielbar sind. Ja. Ich meine, lasst euch von mir keine Tipps geben. Ich spiele, wie gesagt, erst seit ein paar Tagen, aber das ist so meine erste Einschätzung, die ich gemacht habe. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Box. Ja. Die Magician Girls sind gut, die Gravekeeper sind gut, die hier Dings, Invocation und so weiter, brauchen wir gar nicht erst drüber reden. Element Saber ist auch den Box, spielt man halt eigentlich, glaube ich. Element Saber ist gut, richtig. Ja, da macht man wahrscheinlich nichts falsch mit. Guck mal, ich wette mit dir, aus dem Booster-Pack bekommst du mindestens eine Karte, die spielbar ist aktuell, okay? Okay. Und gleich nur Schmutz. Schmutz. Ah, vielleicht beim nächsten, ne? War jetzt Vorzeigepack, Leute. Worum hast du gewettet? Na, no, gar nichts. Ja, schade. Guck mal, den könnte man eventuell spielen, oder? Nee. Ich weiß es nicht, ich spiele es halt so. Arturoria, jawoll. Hey Leute, ist jetzt hier unangenehme Situation, in der wir uns befinden. Ganz kritisch. Warte, jetzt. Timo hat mich verflucht. Ich glaube auch. Ah, guck mal, da ist noch direkt schon einer. Ja, okay. Ah, der noch einer? Glaube ich. Ah, okay, der schließt sich. Schmutz. War ich schon direkt. Okay, wir bleiben drin. Die laufen gerade nicht. Who's Warrior? Ja, Schmutz. Einmal Double Rare. Ja, schon wieder. Ey, es ist halt einfach gerade nur Schmutz, ne? Ah, okay, der ist okay. Der ist nicht schlecht. Oh, nochmal, okay, ja. Das war wieder Double Ray, oder? Ja. Zweimal hintereinander Double Ray jetzt. Ach, ey, es geht doch nicht. Gravekeeper. Kiwi Magician Girl. Ah, der Guard ist auch ziemlich gut. Also drei Spielbare direkt in einem Pack. Ah, okay. Oh, ja. SR. Nur Schmutz. Der Arnes. Oh, die Schild, wann hast du das letzte Mal drei Kuribos bekommen? Es ist schon Jahrzehnte her. Lemon? Zwei haben gekündigt. Mario ist auch gut. Hat ihn fast gekündigt. Oh, ah, da! Sie wurden wieder eingestellt. Aura? SR auf jeden Fall. Oh, vielleicht ist oh ja, das könnte der Magier oder. Ja, nice. Ist aber der zweite davon. Immerhin. Sehr schön. Immerhin.
Ah, nochmal. Back to back. Komm, jetzt rare. Schmutz. Schmutz. Double Rare vielleicht. Nee, nur Schmutz. Also es waren jetzt aber 10 komplette Schmutzpacks. War echt. Ja. Unbefriedigend. Ja. Eine SR nur. Ich meine, die SR war gut, ne? Ja, die SR war okay, aber. Und ich habe auch erst den Pack Nummer 9, ne? Aber definitiv kriegst du 2 von. Ja, da spielst du nie mit dem Zahn. Das ist 2 von. Nee, kriegst doch niemals 2 raus. Ach komm, jetzt muss besser werden, bitte. Der Hälfte der Packs, die du noch hast, bisher. Wie viel UR hast du aus der Box? 2? 3, glaube ich sogar. Ja. Oh, okay. Ja. Black Chocolate Magician Girl wäre auch noch. Nice. G-Drache. Chocolate Magician Girl, der in Invocation. Ja, Invocation brauche ich auf jeden Fall daraus. Und die und der Element selber. Genau, die beiden UAs am besten. Dann ja, könnte ich das erstmal resetten. Würdest du jetzt zu Chocolate Magician Girl Nein sagen? Nö. Ja, Serien würde auch nicht Nein sagen. Ah, die war nicht bad. Ja, aber ich glaube, die hat. Die war nicht. Okay. Ja. Habe ich wahrscheinlich auch alle. Ja, wahrscheinlich hast du schon alle. Die kriegt man ja sowieso voll. So, man freut sich jedes Mal, ah, nice, ist eine spielbare Karte, aber im Nachhinein, also man weiß aber eigentlich so, yo, bis ich alle meine Karten habe, habe ich die 15 Mal. Ja. Mindestens. So ist es. So ist es. Nur Schmutz, was sind das denn für Packs? Das sind 40 Stück. Victoria. Ja. Schmutz? 2 noch, komm. Also da ist es halt. Ich habe 40 Packs aufgemacht. Die letzten 20 waren nur Schmutz. Das ist echt Schmutz. Komm, jetzt noch. Also das nur Alter. Schmutz! Wir können jetzt nicht so hin. Aua. Also ich wollte mich eigentlich beschweren nach meinen Selection Boxes. Aber jetzt. Das ist nur Schmutz! Das ist echt Schmutz. Oh, jetzt 4 Stück, alle UR bitte. Muss. Würde gönnen. Würde auch richtig hart gönnen. Same. Guck mal, wie lange er schon lädt. Ja, das muss. Der muss. Bock. Ja, Invocation. Ich fühl's. Ja. Oh ja. Das geht. Ist Invocation. Aura? Ah, oh ja, okay. Oh ja. Kann. Potenzial. Ist doch nicht Invocation. Trap. Das ist nicht eher. Na, Es gibt keine UR-Trap. Und nur eine SR-Trap. Ja. Wow. Belastend alles. Echt Belastung. Hallo. Ja, gut. Ja. Schmutz. Also holy shit. Jetzt. Schmutz. Muss jetzt. Oh, wow. Der ist. Ich fühl's. Komplett Schmutz. Ah, kompletter Scam. Okay, Leute. Lasst ein Like da. Für Mike. Mit Like. Ihr wisst Bescheid. Traurig. Leben ist hart. Aber, ich würde sagen, das war nochmal ein nice Opening mit vielen verschiedenen Sichten und vielen verschiedenen Packs. Falls ihr, wie gesagt, mehr sehen wollt, lasst uns gerne wissen. Und ja, falls euch gefallen, lasst gerne positive Werte da. Und ich würde ansonsten sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Wir können auch Tschüss sagen, ne? Ciao, tschüss.